Ja, mein Name ist Felix Holland. Wir befinden uns hier auf dem Gut Hohen Lukow im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern bei Rostock. Wir sind hier gerade am Gülle verschlauchen auf dem Ackergras hier hinter mir mit der Haspel. Der 1050 ist in diesem Jahr neu gekommen. Im letzten Jahr lief bei uns nur eine Mietmaschine gezogen oder erzieht eine SRS 1500 von Agrometer. Das ist die einzige Tandem-Verschlauchungshaspel von Agrometer. Sie läuft auch mittlerweile sehr zuverlässig. Wir hatten echte Startschwierigkeiten, aber die Besonderheit der Maschine ist eigentlich, dass wir das 18 Meter Bomech Trackpack dahinter anbauen konnten mit dem ganz langen Arm. Die große Schwierigkeit ist dann natürlich immer dieses Spur-an-Spur-Fahren. Ja, bedient wird die Haspel, wie man es hier im Video wahrscheinlich sehen kann, von unserer mittlerweile etablierten Schlauchbiene. Die hat dieses Jahr ein Kabinen-Update bekommen. Viele kennen sie vielleicht noch aus dem Video von YouTube von uns damals mit einer alten Kabine. Das hat dieses Jahr eine Neuerung bekommen. Hier auf dem Ackergras fahren wir gerade 80 Kilogramm Stickstoff als Startgabe zur mineralischen Düngung auch. Hier nochmal mit Gülle hereinfahren. Wir befinden uns wie viele andere Betriebe im Landkreis Rostock auch in roten Gebieten. Das heißt für uns nichts anderes als Stickstoffmenge runterschrauben und die Gülle, die wir haben, auf mehrere Flächen verteilen. Deshalb sind wir auch ganz froh, dass wir den NIR-Sensor verbaut haben. Jetzt schon im vierten Jahr in Folge auf beiden Ausbringern, auf dem großen 36 Meter Ausbringer, wie auch auf der Verschlauchungshaspel hier. Und so können wir unsere Gülle eben fachgerecht verteilen. Weil für uns hat Gülle einfach mal diesen Wert, den es früher nicht gab, glaube ich. Für uns ist das ein ganz wertvoller Dünger geworden, gerade in heutigen Zeiten bei den Düngerpreisen.